1944. The tide of war has turned. The Axis is on the run. Forced out of North Africa, losing ground in Italy. Everyone knows what the next step is. An invasion of mainland Europe, mounted from England. But nobody knows when or where the blow will fall. Agents from SOE work alongside the resistance, always chasing rumors, trying to stay one step ahead of the Germans' efforts to turn the tide back in their favor. An animal is always most dangerous when it's cornered, and the Reich is baring its teeth. Since 42, they have been fortifying the coast, building their great Atlantic Wall. Special units of Allied commandos attack points along the coast, making the Germans look this way, then that, keeping them guessing, hunting for gaps in the armor, cracks in the wall. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Sniper Elite 5. Wir schauen uns jetzt schon mal vorab das Spiel ein bisschen an und gehen gleich mal direkt in die Kampagne. Morgen übrigens Livestream im Koop. Ne, man kann die Kampagne hier auch im Koop spielen, kann ich euch mal zeigen. Dann kann man hier Koop-Spiel hosten und dann mit seinem Freund zusammenspielen. Gibt auch einen Mehrspieler-Modus und Überleben und auch hier Invasion der Achsenmächte. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die Kampagne an. Die ersten drei Missionen dürfen wir jetzt schon zeigen. Vielen Dank nochmal an Rebellion für die Bereitstellung. Wir legen einfach mal gleich direkt los. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Das Spiel kommt jetzt am Donnerstag, am 26. auf Steam und PlayStation und Xbox und überall raus. Und wir starten jetzt einfach mal direkt los. Los geht's. Viel Spaß auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier der Atlantikwall. Hier mit dem U-Boot unterwegs zu sein. Also das Spiel ist halt mit englischer Sprachausgabe Fairbrook. Und deutschen Ton. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders. We wait for air cover from our boys in the RAF. And once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here, then proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. Leise krieg ich hin. Alright, that's our cue. Okay, Fairbrook. There are the searchlights. Show me what you can do. Ah, die schießen doch gleich ab, oder? We aren't landing with those searchlights up. Take them out. Und so gerade. Should scout the shoreline with binoculars. Spot me. Eieiei. Das ist auch gerade Lärm, da können wir ja mal schießen bei Lärm. Just one left. Take him down. Wieder sehr geil animiert. Oh, Scheinwerfer zerstört. Karte öffnen. Ah, der Atlantikwall. Das Gebiet. Erstanden. Hier siehst du eine Liste deiner Ziele. Wo denn? Wo sind die Ziele? Und Karte, warte.
See you on the other side, Sullivan. Jetzt gehen wir direkt an Land. So, got to secure schon mal am Strand hier. Make the landing zone safe for the Rangers. Better get to it. Gleich in Hocke hier. Was haben wir noch für Waffen? Eine MP. Und eine Pistole. Pistole mit Schalldämpfer. Oder vorne müssen wir? Beat sichern. Jetzt erstmal, habe ich meinen Feldstecher eigentlich? Mal gerade, ob ich meinen Feldstecher habe. Ob hier irgendwelche hier sind, aber scheint nichts zu sein. Unten vielleicht. Nicht sichern. Aber das Wasser sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus hier. Sieht schon mal sehr nice aus. Ducken können wir jetzt gar nicht. Going to have to go prone to get ahead. Also hier durch. War alles sicher bisher. Wir müssen jetzt hier hoch, ne? Should be able to climb my way up there. Get a good vantage point down on the beach. Ja, Steuerung wieder sehr schön gemacht. Sehr easy. So, hier jetzt hochklettern. Noch ein bisschen looten. Band. Munition. Aber für Pistole. Hier liegt noch die Leiche. Leiche lasse ich jetzt erstmal liegen, weil hier sind jetzt eh keine Gegner. Hier hätten wir jetzt tauschen können gegen die MP40. Das brauchen wir jetzt nicht, ne? Hier wieder runter. Can't give away my position. Should take him down quietly. Quietly, okay. Da steht auch schon direkt mit dem Rücken da. Töten oder nicht tödlich. Okay. E oder E. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Mal sehen, wie lange ich mir ein Päuschen gönne. Oh Mann, nicht tödlich. Ich hoffe, der ist so bewusstlos. Should keep to the shadows. Don't want to get caught out. Tragen wir den. Kriegen wir den hier irgendwo in der Ecke. Noch durchsuchen. Gut, gehen wir erstmal weiter, ne? Was da vorne jetzt kommt. Long grass. It's a better place to hide. Gehen wir gleich in Deckung. Gehen wir gleich in Deckung. Da vorne ist ein Gegner schon. Jetzt müssen wir halt bloß gucken, ob wir jetzt Lärm haben, damit wir schießen können. Jetzt ist gerade alles ruhig. Ich mach mal den Feldstecher hier. Gerade. Da ist er doch, ne? Den haben wir, ne? Passiv. Jetzt hier vorbeischleichen. Der guckt auch gerade woanders hin, ne? Geben wir ihnen verdammt nochmal was, worüber sie sauer sein können. Oder jetzt hochklettern oder was? Könnten da jetzt hochklettern oder wir gehen außen rum? Sie müssen es irgendwo versteckt haben. Bestimmt ist gleich noch einer, ne? Wir müssen weitersuchen. Noch eine? Der kommt jetzt. Okay, der kommt. Könnten wir jetzt hinten hochklettern? Den lautlos ausschalten. Ah, jetzt dreht er sich wieder zu mir. Wir könnten hier hochklettern, aber... Wenn er hier rankommt, können wir ihn dann irgendwie hier jetzt auch nicht hochgehen, ne? Guckt er sich da, jetzt hätten wir auch außen rum gehen können. Komm. Geht an uns vorbei. Guckt er hier?
Müsste aber gleich an uns vorbeigehen, wieder in die Ecke. Na komm. Welcher Idiot hat zugelassen, dass diese Informationen gestohlen wurden? Der müsste hier eigentlich im Müll wühlen. Mehr Gegner sind hier auch nicht, ne? Sprengfalle, Granate könnte man jetzt auch machen. Noch ein bisschen MP-Munition könnten wir jetzt tragen. Und einfach hier runterschmeißen. Was ist, wenn wir jetzt hier runterspringen mit ihm? Weil hier ist noch ein Gegner. Mehr ist hier nicht. Auf Flaschen nehmen, um Lärm zu machen, glaube ich. Gut, dann gehen wir hier mal hoch. Vielleicht der nächste Gegner. Er steht da jetzt, dann schleichen wir uns mal gleich ran. Der bleibt da jetzt stehen. Officer is likely to have something important on him. Should check the body. Ah, okay. Der hat was Wichtiges mit. Bootshautschlüssel, sehr gut. Think I've grabbed all I can. Warte, dann müssen wir den jetzt tragen und da ins Gras schmeißen. Schmeißen wir da einfach rein. So, dann gehen wir mal gleich rein, ja? Hier noch? Kohle. Dann sind wir schon mal im Bootshaus, ne? Military papers. Should have a look. See what's going on here. Das haben wir schon mal geschafft. The SS captured a resistance cell in the town last week. Jetzt auch rausgehen. It must be Blue Viper's network. Gibt's hier? Einfach mal. Ah. Oh. Ganzes Lager da. Eieiei. Fährt auch ein Auto. Eieiei. Sind jetzt hier gehen jetzt hier. Eieiei. Na, da sollten wir jetzt erstmal nicht rausgehen. Eieiei. Ah, da vorne kommen sie schon. Nein. Bin hier raus, oder? Jetzt keiner sehen. Und gleich rechts. Gras rein. Sind ja zwei, glaube ich, ne? Links ist noch eine. Oh, hier Feldsteche. Wen? Ich mal raus. So, und da hinten war noch einer irgendwo. Und da sind zwei ausgestiegen. Got to secure my contact. Can't just leave them to die if they've been captured. Kontakt sichern, okay. Jetzt rüberspringen, aber da hinten war doch noch einer. Da hinten ist der ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Das steht da vor dem Zierschild hier. Welchen machen wir zuerst? Das ist die Frage, ne? Aufbereitungsanlage untersuchen. Da müssen wir jetzt erstmal da hoch. Müssen die ja jetzt auch nicht töten. Ja, aber einfach hochgehen. Ne? Probier das jetzt einfach mal. Die drehen sich gerade beide von mir weg. Gehe ich jetzt erstmal hoch. Was für eine Aussicht. Sowas gibt's in Österreich nicht. Eieiei. Ja, Berge schon. Aber kein Meer. Gut. Nein, er hat geschrien. Oh, fuck. Alter, da schreit er erstmal. Aber schön, dass das auch geht. Oh, da vorne. Hier Entdeckung. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Lärm, ne? Wir können jetzt nicht schießen, ne? Das ist natürlich... mit der Pistole kriegen wir die wahrscheinlich auch nicht so schnell kaputt. That'll be where they're holding the resistance.
Got to get past these Nazis. Get inside. Ah, der steht da jetzt. Waffenkammer. Ja, können wir hier, können wir die direkt da scannen, ja, oder nicht? Welche markieren? Das ist dann brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht den Feldstecher. Machen wir das lieber über die Waffe. Wir müssen jetzt hier runter. Ich weiß noch nicht wie. Aber der steht da so komisch. Könnten da hinten rumgehen. Ne, da hinten geht nicht, ne? Will mich jetzt hier auch nicht direkt zeigen. Dadurch, dass wir jetzt auch keinen Lärm haben, können wir die jetzt auch nicht einfach erschießen. Er guckt auch so ein bisschen in meine Richtung, oder? Guck mal, der läuft auch schon. Und die immer wieder neu markieren. Dann geh auch mal woanders lang. Du guck dich da mal woanders um. Mist, 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 Mist. Nein. Wie schwer kann es denn sein, die was ist hier oben? Die Informationen zu kommen? Oh, nichts. Ich glaube, die muss man wirklich mit dem Feldstecher markieren, ne? Wo mit dem Zielfernrohr, die sind jetzt. Jetzt hier einfach runter. Ob ich die jetzt mit dem. Ah, Pfeifen! Ah, das ist natürlich cool. Pfeifen mit Q. Q gedrückt halten. Warte mal, ich markiere die jetzt erst. Ihn hier. Bitte bleibt jetzt markiert. Soll ich mal pfeifen? Aber dann kommen. Das ist natürlich gefährlich jetzt, ne? Kann ich hier speichern? Schnell speichern. Speichern bestätigt. Pfeif mal. Wo ist Pfeifen hier? Wo ist denn hier Pfeifen? Ach da. Ich nutze das. Wie nutze ich die Pfeife jetzt? Ah ja. Ist da jemand? Ah ja, dann komm mal her. Komm mal her, mein Freund hier. Komm mal her. Nee, kannst ruhig herkommen. Nix, ist nichts Schlimmes. Jetzt kann ich einen Stealth killen. Eieieiei. Schön, ist ja schon wie Splinter Cell hier, Alter. Ist ja schon wie Splinter Cell. Geil gemacht. Wir müssen jetzt, da hinten kommen wir, glaube ich, da durchs Fenster vielleicht rein. Sind aber noch zwei, ne? Da hinten steht noch einer. Hinter dem LKW. Dahinter ist irgendwo noch einer. Er hält hier Ausschau. Ich glaube, wir müssen. Aber wir können hier nicht durch, ne? Was ist, wenn ich jetzt pfeife? Kommt der denn auch? Habe ich die Pfeife schon noch? Er ist so weit weg. Wir müssen dicht daran. Machen wir das. Hier, komm mal her. Ist da jemand? Komm her. Ist da jemand? Jetzt gleich Nahkampf gehört. Da machen wir. Boah, das war knapp, ne? Das war knapp. So, können wir den. Müssen wir den jetzt durchsuchen? Ne. Wir suchen trotzdem mal, ne? So, einer ist da noch. Nothing else to find. Einer ist da noch. Wo ist die andere Leiche hier? Speichern wir gleich mal, ne? War zwar ein bisschen knapp, aber kein Alarm ausgelöst. Speichern. Wir gehen mal zu dem anderen. Oh, der Typ steht da vorne. Ey, geh weg. Komm hier. Wir sind jetzt hier noch. Einer bloß noch, ne? Den pfeifen wir nochmal. Komm her. Was? Oder da drinne, was machen die denn da drin? Foltern die da ein oder so? Kann das sein? Ja, wieder umdrehen, wenn du willst. Ja, dann wird er gleich mal rüber, wenn er jetzt sich umdreht. Jetzt kommt er. Jetzt Stefke. Und noch. Komm her. Da. Da winkt er da ein.
Komm hier. Nehme ich jetzt mal mit hier. Waren wir eigentlich alle ausgeschaltet hier, ne? Leerwaffenkammer. So, jetzt können wir werfen, fallen lassen. So, dann gehen wir mal rein. Entweder von hinten oder von vorne würde ich vielleicht da jetzt nicht reingehen, oder? Irgendwas ist da los, ey. Irgendwas ist da. Wir haben jetzt aber nochmal die andere Waffe hier. LOL. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. Yeah. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that codename, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. The safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Na, wir sollen jetzt ins Dorf, ne? Tongs helfen. Not much more to go now. Target's nearly in sight. Archon Markborn, jetzt können wir hier Fähigkeitenmenü öffnen. Körper, Ausrüstung, Kampf. Ausrüstung, brauchen wir wirklich so viel? Spezialmunition, aha. Ja, Attrappen tragen. Trinkstoff, Fallen. Ja. Ja. Sanitäter. Beim Wiederbeleben kannst du deine gesamten Verbände statt eines einzigen Assists. Geblutet wird später. Sekundärwaffen können außer Gefecht eingesetzt werden. Das ist natürlich auch cool, ne? Triangulation und Feinde werden im Zielfernrohr markiert, wenn sie dir Schaden zufügen. Oha. Auch nicht schlecht. Rückstoß, schnelle Falle. Hand. Das ist auch gut. Wobei erlitten im Schaden. Ja, einiges. Was ist hier noch der letzte Baum? Körper. Fokusbewegung. Oh, bewege dich schneller, wenn du dich konzentrierst. Eieiei. Fokus Reichweite. Gesundheitsboost. Rasche Erholung. Cardio-Training. Tiefer Atem. Oh ja. Das ist natürlich gut. Denke den durch leere Lunge erhöhten Puls. Wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen noch um. Wir müssen auf jeden Fall da hinten weiter, wie es aussieht hier. Noch untersuchen hier. Rot. Ja, scheint auf jeden Fall auch ungeschnitten zu sein, das Spiel hier. Also die deutsche Version. So, Bolzenschneider. Nehmen wir mal mit. Nichts. Oh. Can hear voices through those walls. Watch should focus. Get an idea of their position. Ah,
Und jetzt hier hoch, oder? Wahrscheinlich gleich. Verdammte Partisanen! Gebt auf! Ihr habt den Krieg doch schon verloren! Aufbrechen oder Schloss knacken? Oha! Wollen wir ein Schloss knacken? Einfach nur gedrückt halten. Okay. Der kommt doch gleich, oder? Der hört mich doch jetzt, wenn ich die Tür aufmache. Na los, hier muss doch irgendwo was sein. Wo haben Sie es versteckt? Armory. This would be a good place to check my weapons before hitting the field. Stock up on supplies as well. Wir noch die Unterschallmunition. Eieiei. Können wir jetzt? Ist das hier? Ich würde erstmal die Waffe aufrüsten. Das war unsere wichtigste Waffe eigentlich, ne? Gut, ich muss die ganzen anderen. Können wir jetzt hier anpassen? Oha, das muss ich hier jetzt nochmal ändern? Natürlich cool, ne? Standardmunition, Standardlauf, erweiterter Lauf. Ah ja. Leistung. Bindung. Ah ja, was kann man hier alles so? Hier, die Boys MK1 Bremse. Hier, guck mal, die Hörer. Ah, da geht die Hörreichweite höher. Munition. Überdruckmagazin. Kraft. Ja. Also hier könnte man jetzt einiges machen, ne? Lederauflage. Man das jetzt hier? Ach ja, da sieht man die Lederauflage hier. Griff könnte man, Griff kann ich noch nicht. Plus. Da geht die Kontrolle auch ein bisschen runter. Instruktion. Ah. Ah ja, das ist natürlich. Das ist natürlich cool. Gut, ich würde an der Stelle jetzt erstmal einen Break machen. Any other workbenches I find. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the job. Den Sound auch nochmal einstellen. Weil er doch, glaube ich, ein bisschen laut ist gerade die ganze Zeit. Ich werde das nochmal ein bisschen leiser machen und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und morgen dann auch im Livestream testen wir den Koop-Modus auf Twitch TV an der Waterfrank. Link dazu ist in der Beschreibung drin. Vielen Dank fürs Einschalten